Ja, moin moin, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir drehen heute, ich bin heute bei dem lieben Pascal Su. Pascal Su Bodybuilding, halt ohne das Bodybuilding. Ja, Bodybuilding vorbei. Ich hab das schon mal versucht, so gedacht, so nenne ich das Powerbuilding oder so. Das fühlt sich alles scheiße an. Oder nix halt. Muss halt jetzt dabei bleiben. Muss dabei bleiben. Ja genau, und wir haben gerade schon ein bisschen was gedreht, das seht ihr aber auf seinem Kanal. Haben ein bisschen mal gesprochen, mal ein bisschen getalkt über meine sportliche Vergangenheit, so ein bisschen Powerlifting-Ziele und so weiter und so fort, über mein Training. Und werden uns jetzt noch ein bisschen, er wird mir ein paar Fragen stellen. Ich werde probieren, möglichst ehrlich darauf zu antworten. Und die Fragen wurden auf seinem Instagram-Account gestellt. Das heißt, ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt kommt. Und gucken wir mal, dass wir irgendwie was zusammenkriegen. Ja, ich muss sagen, ein paar von den Fragen waren natürlich so der Art, so wie trainiert Jona und all so ein Krams. Das haben wir jetzt bei mir schon viel geklärt. So. Also wenn ihr da nochmal schauen wollt, bezüglich so dem Rahmen so ein bisschen, ne? Vielleicht beziehen wir uns darauf, dass wir das auch gerade schon mal gesagt haben oder so. Ansonsten erzählt Jona einfach doppelt. Ne? Aber eine Frage, die ich interessant finde, größter Gym-Fail. Einfach dein Gym-Fail, so seit Tag 1, was ist passiert? Sag, was ist passiert an diesem Tag? Boah, größter What Gym. What happened? Größter Gym-Fail. Ich hatte halt noch gar nicht so viel, also so richtige Fails. Ich hatte natürlich das ein oder andere Mal gekotzt. So, aber das fand ich halt auch geil. Das ist normal. Das war jetzt nicht so schlimm. Im Gym, im Commercial Gym, hatte ich eigentlich meinen 280-Kilo-Squat das erste Mal. Da hatte ich irgendwie lange nicht gesquattet und so. Und damals habe ich noch mit Platten unter den Hacken gesquattet, ja, weil meine Mobility halt des Grauens schlecht war. Und habe dann beim Rauslaufen die eine Platte weggekickt. Dann gibt es noch irgendwo ein Video, wo ich dann mit 280 auf dem Rücken stehe und probiere diese Platte zu fischen, während mein Kumpel hinter mir steht und mich anschreit, ich soll das Ding wieder reinklatschen. Wegen einer Patschung. Hab die da aber tatsächlich noch gebeugt und ja, so in der Corona-Zeit haben wir halt ganz wilden Scheiß gemacht, weil wir in so einer Garage trainiert haben und da halt auch equipmentmäßig uns mal 40er irgendwie mit Gewichten zusammen getaped haben und alles. Muss man. Und da ist mir einmal bei 60er gebaut, 60er Kurzhanteln, Schrägbank Kurzhanteldrücken gemacht und dann ist mir halt die Bank auseinandergeflogen. Ich bin so mit 60ern dann aus Stufe 3 irgendwie ganz nach unten runtergeflogen. Hab die Handeln aber auch nicht losgelassen, weil ich halt irgendwie dachte, okay, die musst du jetzt halten. Ja. Und war dann so in einer Rotatorenmanschette am Trainieren. Einmal richtig schön so eine richtige Power-Rap gemacht hier in der Rotatorenmanschette, perfekt. Wie sich das gehört. Aber so einen richtigen Fail, wie da wahrscheinlich antizipiert wurde, dass ich mich eingeschissen habe oder sowas, den hatte ich noch nicht. Ja. Ja, muss man irgendwie, also ich hatte mal einen Fall, das ist aber auch kein richtiger Fail, aber das ist immer noch mein randomster Moment im Gym. Ich hatte früher einfach einmal einen Boxershorts vergessen, so, und war nur im Gym mit so einer leichten Hose wie die hier, ja. Und ihr kennt das ja vielleicht als Männer, dann baumelt das ein bisschen. Und ich habe Seitheben gemacht, aber ich hatte auch nicht die beste Technik. Ich habe immer so mit so einer Kurzhantel, habe die unten so boom, zum Knallen lassen, boom. Weißt du, und das waren so Gummi an Gummi. Und dann wackelte der sich hier also zurecht und ich kam runter, bam, voll zusammen eingeklemmt. Und ich bin sofort in eine Schockstarre gefallen. Ich stehe, das haut so zusammen, ich lasse das Gewicht fallen, stehe so. Warte kurz, also Bruder, du musst nachgucken. Ich will dich nachgucken. Ich gucke halt nach, war alles gut, nichts passiert, Leute, aber es war der größte Schock in meinem Leben. Also ich weiß auch nicht, ist auch kein Gym-Fail, ne? Ist einfach, ja, also das ist mir auch schon mal passiert, also jetzt nicht so hart, dass ich dann in den Schockstarre gefallen bin. Das war schon ordentlicher Knall. Also ein Kumpel von mir hat sich dabei tatsächlich mal verletzt. Genau bei derselben Geschichte, war auch irgendwie. Also Leute, passt auf, man, macht ihn nicht mit Schwung und knallt ihn unten zusammen, Alter. Außer ihr habt so eine Leggings an oder so. Ja, böse. Die nächste perfekte Frage. Du hast ja Basketball gespielt, ne? Im Basketball ist das Thema Swag ja, spielt ja eine große Rolle, ja. Warum er nicht mehr Swag auf der Plattform hat, dann wäre er doch stärker. Ist ja auch ein Faktor. Mehr Swag bedeutet automatisch auch mehr Prozent alles Leistung, ja. Ja, aber ich bin gerade hier ein bisschen dabei, meinen Swag zu finden. Ich bin ja jetzt 2 Jahre lang im Homeoffice rumgegammelt, so. Da war es halt völlig egal, was ich getragen habe, so. Ja. Deswegen, es ist gerade ein schwieriges Thema. Wobei, ist es ein Hockey-Shirt? So ein Hockey-Shirt hat auf jeden Fall Swag so. Ich habe sogar noch so ein Under Armour-Shirt vom Football, da ist noch mein Ding drin. Habe ich das da oben? Nee. Von meinem alten, ich hatte auch mal, fand das immer geil, wie anzuziehen. Ja, aber dafür bist du ja auch hier, wir können mal gucken, vielleicht morgen ein bisschen Swag in die Bude zu bringen. Ja. Lift, mit dem du, das ist auch, finde ich, eine geile Frage. Lift, mit dem du in der Vergangenheit am meisten gestruggelt hast, relativ. Und wie hast du das behoben, wenn du es behoben hast? Ich habe halt in meinen Lifts immer Glück gehabt. Also ich habe eigentlich alles, was ich mir immer vorgenommen habe, so ziemlich spontan gut geschafft. Das einzige, 300 Kilo das erste Mal gehoben, das habe ich vorher einmal gefailt. Und ja, wie ich das behoben habe, ich habe halt einfach Dollar am Riechsalz gezogen und dann ging der halt hoch. Ja, dann war mehr angestrengt. Also ich hatte nie so einen Lift, wo ich wirklich, wirklich krass mit gestruggelt habe. Bisher hatte ich da immer Glück. Das wird wahrscheinlich noch kommen.
Gibt es irgendeinen Lift, wo du sagst, auf den habe ich am wenigsten Bock und da fühle ich mich technisch auch am meisten unsicher vielleicht oder so? Also ich meine, es gibt jetzt nicht eine Million Lifts im Powerlifting, so, es gibt Kniebeugen, Bankdrücken, ja. Kreuzheben. Bankdrücken würde ich jetzt mal sagen, fühlt sich wahrscheinlich recht gut so. Kniebeugen, Kreuzheben. Also bei mir war es so, wenn ich es mal abreißen darf, mit Kniebeugen hat man am meisten gestruggelt, weil du das Gewicht auf dem Rücken hast, du musst dich hinsetzen und irgendwann war der Punkt, wo du zu stark für deinen Kopf warst. Du hast so gedacht, ich habe eigentlich gar keinen Bock da, 100 Kilo zu beugen, Mann. Das war ein Moment und mittlerweile ist es bei mir im Kopf aber das Kreuzheben viel mehr, weil jeder kleine Fehler, besonders bei Sumo, einfach direkt bestraft wird mit einem Fail. Ja. So. Und das ist so das, was mich mehr belastet, womit ich tatsächlich mehr gestruggelt habe zeitweise. Also das Problem habe ich halt noch nicht, deswegen ist tatsächlich der Lift, auf den ich am wenigsten Bock meistens habe, Bankdrücken. Ja. Weil die anderen, muss ich halt hinlegen, nervt halt. Ja, da habe ich keinen Bock drauf, dann noch aufstehen. Fühle ich. Nee, aber das, weiß nicht. So beim Kreuzheben und beim Squatten habe ich halt im Moment noch irgendwie den Reiz, dass das Hardcore ist und sich schwer anfühlt und alles und dass ich mich da halt auch noch deutlich steigern kann. So. Ja. Bankdrücken ist da im Vergleich halt jetzt gerade am Anfang von so einem Block noch relativ lame halt. Ja, das stimmt, kann ich nachvollziehen. Vor allem, ich fühle das voll, dieses Ding so mit Durchziehen und sowas. Ich muss ehrlich sagen, eine Zeit, die ich hier auch immer dann alleine in der Halle trainiere und so, da verliert man das irgendwann so ein bisschen, weil man hat so den, ja, another day in the office, ich gehe jetzt rein und beug und man verliert diesen richtigen so, bam, durch, den Kopf an die Wand hauen und das vermisst man manchmal ein bisschen. Keine Frage, aber Props an ihn. Wünsche ihm nur das Beste und dass er so weitermacht. Danke. Zwei, also ist dann Nachtrag, er hat das Potenzial, groß rauszukommen. Gucken wir mal. Ja. Ziele für die DM. Das haben wir auch im anderen Video nicht so richtig geklärt. Ich habe nach Zielen gefragt, aber nicht nach Zielen für die DM. Die ja ist am September? 16. bis 18. 16. bis 18. Da bist du wahrscheinlich am 18. dann vielleicht am 17. Ja, ja, irgendwie sowas. Ziele für die DM. 2,30 drücken auf jeden Fall. Und Originalziele waren irgendwie im Kreuzheben 3,20 oder so zu bewegen. Und in der Kniebeuge 3,10 oder so. Aber Kniebeuge und Heben laufen jetzt schon so viel besser, dass ich da jetzt schon irgendwie innerlich am Plan bin, dass ich irgendwie 3,30 hebe und irgendwie so 3,15 bis 3,20 oder sowas squatten will. Ja, aber wie sich das jetzt entwickelt, muss ich halt noch gucken. Dazu habe ich noch nicht die Erfahrung. Ja. Da sind wahrscheinlich auch viele Lifts davon dann direkt Rekorde, ne? In Deutschland jetzt, hast du mal nachgeschaut? Also Bankdrücken kann ich mir vorstellen, sowieso. Ja. War ja schon auf der LM sozusagen Rekord, ne? Also ich glaube, bei den Junioren in meiner Gewichtsklasse werden das alles Rekorde. Ja. Könnt ihr gerne in die Kommentare sonst schreiben, falls... Also ich rede so, als ob das mein YouTube-Kanal ist. Sorry, Leute. Ich meine, ich hatte das mal nachgeguckt. ich meine, der Rekord im Bankdrücken, der war mal 202 oder sowas. Im Heben 310 und im Beugen 300 oder 295 oder sowas. Ja, aber das wird jetzt halt auch, die werde ich wahrscheinlich alle packen, aber die werden halt auch nicht nur von mir gebrochen, die wird halt Percy irgendwie auch. Das ist auch noch mit dem Game, ne? So. Ja, das, genau, da haben wir auch noch den Percy in Bayern, der auf jeden Fall auch ganz, hier ist, ach, das aktive Männermann, man muss sich immer so durchfischen, aber ja, das kann ich kurz rausschneiden, ich will nämlich mal gucken. Hier habe ich es gefunden. Junioren Männer, 120er. Kniebeugerekord ist 295,5. Bankdrücken sind 192,5. Kreuzheben sind 310. Total 775. Ja. Ne? Wenn du dich ein bisschen anstrengst, kannst du alle holen. Das wäre doch mal sexy. Auch nicht anzustrengen, so. Ja, das wäre gut dann auch. So, welchen Stack fährst du, Kapi? Spaß. Also hat er so geschrieben. Ja, da müsst ihr Max Matzen fragen. Das ist der Stoffcoach. Wann 900? Bald? Bald, ja. Ja, später dann. Also wir haben schon gerade eben besprochen im vorherigen Video, dass das Ziel in 1000 sind halt auch. Ne? Also 900 ist dann auch nur ein Zwischenziel. Ja, aber so nächstes Jahr oder so, ja. Übernächstes, irgendwie sowas. Wie viel? Wäre ganz geil. Du wiegst jetzt 110 am letzten Wettkampf, jetzt versuchst du dich ein bisschen hochzufressen, schaffst du die 120? Zur Junior DM. Also vor einer Woche hätte ich noch gesagt, auf jeden Fall. Ich glaube schon. Also ich war zwischendurch schon bei 116, 115, irgendwie sowas. War jetzt ein bisschen krank mit einer Lebensmittelvergiftung, richtig schön. Habe damit natürlich wieder 6 Kilo gedroppt. War dann so bei 100, 109, 110, irgendwie sowas. Bin jetzt aber auch schon wieder bei 112. Also ich glaube schon, dass ich die packen werde. Ja. Umso schwerer, umso besser. Du machst immer diesen Reverse Watercut. Also den nicht Gewicht abnehmen, um in eine Klasse zu kommen, sondern Gewicht zunehmen, um in eine Klasse zu kommen. Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Aber muss man auch nicht übertreiben, ne? Ob du nachher jetzt mit 2 Kilo weniger oder so kommst, wird bei dir jetzt aktuell wahrscheinlich nicht den allergrößten Unterschied machen, ne? Wobei es auf der Bank wahrscheinlich schon dir sehr gut tut, ne?
Eine Frage, die ich hier recht spannend finde, größte Schwierigkeit für ihn im Powerlifting, also ich würde jetzt vielleicht mal einkreisen, so jetzt, womit du startest oder wo du startest mit einem mehr Powerlifting-spezifischen Plan, wo dir die Dinge strukturierter vorgehen sind, was ist so für dich die größte Schwierigkeit? Die größte Schwierigkeit ist halt, ja, mich so einfach an den Plan zu halten, so ein bisschen. Also, mich jetzt gerade am Anfang von so einem Block so ein bisschen zurückzuhalten, weil ich kenne das halt nur aus, und das war halt auch so eine Sache, die ich am Bodybuilding immer geliebt habe, war so dieses auf Failure trainieren. So Hammer, wirklich bis ans Limit zu gehen, und das darf ich halt im Moment nicht. Da mich zurückzuhalten, muss ich noch so ein bisschen lernen. Ja, und sonst halt die technischen Sachen. Das ist jetzt nicht Powerlifting an sich, aber die Übungen halt gerade Sumo-Kreuzheben oder so, da die finde ich erst so ein bisschen rauszuarbeiten. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Vor allem dieses sich zurückzunehmen, wenn man Bock hat. Ich sage immer, oder ich habe es irgendwo gehört, der Sport ist simpel, aber nicht einfach. Also was du tun musst, ist eigentlich simpel. Es ist aber nicht einfach umzusetzen auf lange Sicht, weil du halt immer wieder, du musst ein bisschen was im Tank lassen. Du musst ein bisschen vor, dann kannst du, Hast du, weil du gerade davon gesprochen hast, dass du ja auch die Technik verbessern möchtest in den Lifts entsprechend, ne? Top-Cues für SBD, also gibt es Cues, wo du sagst, so auf die achte ich gerade irgendwie, und was sind das für welche und welche davon gefallen dir gut? Boah, ich bin auch so bei den Grundlagen, ich finde, das kann man auch gar nicht so richtig Cues nennen. Ja, so beim Sumo-Kreuzheben den oberen Rücken ein bisschen runder zu lassen, so möglichst wenig Range of Motion da rauszuarbeiten, alles. Die Hüfte nach vorne zu bringen beim Heben, also dieses Hüfte durchstrecken und auch mit der Hüfte powern irgendwie, das habe ich vorher noch gar nicht gemacht, habe ich auch nie darauf geachtet, mich darauf zu konzentrieren. Und beim Beugen ist es einfach generell so von der Bodybuilding-Kniebeuge wegzukommen. Mhm. Ich habe immer noch dieses sehr langsam runtergehen, sehr aufrecht bleiben und alles nach vorne durchstrecken und auch möglichst nicht falten unten so im Loch und davon ein bisschen wegzukommen. Also es sind halt so grundlegende Sachen, dass ich jetzt nicht, ich würde es auch keine Cues nennen. Mhm. Ja, ist ja auch relativ normal, wenn du jetzt ins Powerlifting gehst, dass du über Zeit deine Technik darauf optimierst, möglichst viel Gewicht zu bewegen, und das dauert halt natürlich seine Zeit, ne? Ich finde das da auch immer schwierig. Ich persönlich sehe Cues auch immer so ein bisschen kritisch, weil so ein du müsstest es ja wirklich mit deinem Coach zu dir in deiner spezifischen Situation besprochen haben, wo du sagst, okay, Jona, achte drauf, wenn du, also Thoracic Rounding, was du angesprochen hast, also so ein bisschen mit gerundeten Oberkörper, achte darauf, dass du das und das machst, und das gilt ja dann auch nur schlussendlich für dich nachher, ne? Aber es sind auf jeden Fall spannende Themen. Also im Grunde, die wichtigen Fragen haben wir jetzt auch schon abgehandelt. Wir können eigentlich noch so ein bisschen so quatschen, wenn du Bock hast. Ich weiß ja nicht, was wir morgen machen, aber ich hätte mal richtig Bock. Hebst du morgen? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Weil besonders was Sumo angeht, weil ich so gefundenes Fressen, ich juck mich in den Fingern, Mann. Ich hatte richtig Bock, bei dir so ein bisschen rumzunerven. Guck mal hier, guck mal da, weil es bei vielen Dingen echt nur verhältnismäßig Kleinigkeiten sind, wenn man die ausgebessert bekommt. Ich glaube, das hatte ich ja in dem Video auch schon, bin ich da auch schon ein bisschen drauf eingegangen, wo ich dein Video reviewed habe vom letzten Wettkampf, ne? Besonders beim Heben und so. Das sind so klassische Sachen, die, wenn du so aus dieser Bodybuilding-Welt so ein bisschen kommst, die man halt erstmal mitschleppt. Ne? Im Heben sich recht früh aufrecht ziehen und nicht so lange diese Parallelverschiebung vom Boden machen. Und genau aus dem Grund will ich das auch nur noch mal betonen, so sehe ich da so unfassbar viel Potenzial bei dir, ne? Weil das alles Sachen sind, die man eigentlich klar benennen kann und klar verbessern kann. Du bist natürlich daran, das zu machen und mit deinem Coach zusammen. Aber wenn du das alles gut hinbekommst, ne, dann hast du da halt echt so fast an Limit, weil du hast alles, was du mitbringst, ist das, also an Muskulatur und auch an Hebelverhältnissen, ist schon top so. Leute, die im Powerlifting reinkommen, die jahrelang Bodybuilding gemacht haben, ist das Beste, was man kriegen kann. Die haben Muskeln, so. Ja, und wenn die dann noch Verständnis haben und Biss, das ist so geil. Und wenn man da halt nochmal gezielter reinarbeiten könnte, das wäre echt eine richtig coole Sache, ne, weil das vielen, mit vielen, vielen helfen kann. Ja, ich bin halt auch echt gespannt, was da jetzt noch so geht. Weil das ist halt für mich auch alles noch so neu, und ich merke es auch jetzt schon deutlich, obwohl ich also mit den technischen Sachen noch weit, weit weg vom Optimalen bin. Man, kleine Veränderungen können so viel bringen. Ja, unfassbar. Also ich bin jetzt schon so 8-9 Wochen vorm Wettkampf und habe jetzt schon schwerer gehoben und schwerer gebeugt als in meiner gesamten Vorbereitung für die LM irgendwie. Ja. Und halt auch leichter irgendwie. Also ich denke, da wird ordentlich was gehen. Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, lass uns morgen heben, so.
Wir können ja mal gucken, wenn die Zeit da ist. Ich hätte halt, das wird halt sich gut passen. Also, ich weiß nicht, es gehört jetzt eigentlich gar nicht mehr so ins Video, ist eigentlich so Prime Talk. Aber wenn, also, es wird sich halt mega anbieten, man könnte daraus auch coole Videos machen, ne? Wenn man sagt, so, okay, schau mal bei Jona, der hebt jetzt so. Das sind so Dinge, die ich sehe, wenn du die ausbessern kannst, ne? Wo ich zum Beispiel in Sumo transferiert bin, hatte ich, glaube ich, irgendwann 300 gehoben, relativ fix dann auch. Und habe dann so ein paar Cues implementiert, wie du gerade gesagt hast, das Thoracic Rounding, den Rücken so ein bisschen rund machen, der Hook Grip mit dem, hebst auch einen Hook Grip, ne? Ja. Mit so dem Fingertip Hook Grip hinzukriegen, dass du es wirklich die Finger nochmal länger kriegst. Dann gleichzeitig ziehst du auch nicht mehr so in die Arme. Das ist ja auch so typisch Bodybuilding-like. Du ziehst hoch so zum Körper hin. Ne? Ja. Dann werden die Arme wirklich nur noch wie Seile. Und dann kriegst du eine viel bessere Position. Und das halt, glaube ich, innerhalb von einem Monat oder so fast 25 oder 30 Kilo auf meine schon 300 Kilo Deadlift gebracht. Und das war halt so lächerlich in der Zeit, weil ich dachte, was zur Hölle? So was passiert hier? Und das war halt nichts anderes, als wirklich genau in diese Details reinzuarbeiten, das Letzte noch rauszuholen und das dann einfach immer wieder umzusetzen, hat so einen Sprung gebracht. Das, beim Beugen ist es natürlich ein bisschen komplexer vielleicht, weil das, da kannst du diese Feinheiten, beim Heben ist ja das Tolle, dass wenn du dich aufrecht dahin bekommst, dieser Angriffswinkel, der Oberschenkel zum Beispiel, auf dem Boden, wenn du den ein bisschen höher kriegst, hast du ja gleich eine Potenzierung an möglicher Kraft. Ja. Und das hast du natürlich bei den anderen Lifts jetzt nicht unbedingt, außer du findest da auch so die Möglichkeiten dazu. Und bei der Bank wollten wir das ja vielleicht morgen schon mal machen, da kommt dann vielleicht bald ein Video. Wo wir dann schon mal so ein bisschen darüber reden, was da dann auch noch solche Sachen sind, ne? Weil du hast ja auch eine verdammt starke Bank, mehr oder weniger legst du dich halt hin und drückst. Und das ist aber auch dein Vorteil so. Das ist ne? Deswegen sehe ich halt auch so, okay, da kannst du jetzt nicht sagen, so hier noch und dann auf einmal drückst du 300, so läuft der Hase nicht. Aber da kann man auf jeden Fall so ein bisschen Breakdown machen, ein bisschen gucken. Ich will da jetzt auch nicht so wie so ein Veteran reden, Mann. Ich bin auch erst 5 Jahre im Sport. Also ich bin, für Powerlifting ist das tatsächlich nicht so lange. Vor allem, ich habe erst super spät angefangen, ne? Aber das juckt mir schon so als Coach so ein bisschen den Fingern, auch wenn ich gar nicht mehr regelmäßig coach. Da so ein paar, dass du auf jeden Fall ein paar kleine feine Cues mitnimmst, Mann, bevor du in den DM gehst, damit du die dann nutzen kannst. Ja, deswegen. Naja. Ja, also wie gesagt, ich habe keine Fragen mehr. Ist immer noch mein Kanal. Ich rede immer noch so, als ob es mein Kanal ist. Ich hatte gerade tatsächlich auch schon wieder vergessen. Ich mache gleich das Outro, Digga, dann geht's los hier. Ja, top. Dann war es das jetzt auch erstmal mit dem Talk von uns beiden. Wie gesagt, den ersten Teil könnt ihr bei ihm auf dem Kanal sehen. Morgen machen wir noch ein Training zusammen. Da werdet ihr dann auch noch was sehen. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Like the video, subscribe. Und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao, ciao. Ciao. Peace. Ja.